leckere Sachen machen kann. Heute machen wir Chicken Nuggets selber und zwar viel knuspriger und leckerer als das Original. Da wir unsere knusprigen Teile ja in irgendwas dippen müssen, dachte ich, machen wir eine Guacamole dazu. Und dann kann es euch auch schon was geben. Als allererstes machen wir die Gewürzmischung fürs Hähnchen und zwar nämlich dafür jede Menge Salz. Da darf man wirklich nicht zu geizig sein. Dann Currypulver. Alles ungefähr ein Teelöffel voll. Kreuzkümmel. Cayennepfeffer, wenn das nicht so scharf oder scharf wird, dann nehmt ihr lieber nur einen halben. So, und das alles vermengen. Und hiermit werden wir jetzt das Hähnchen würzen. Super lecker. Da das Gericht so super schnell geht, bringe ich jetzt schon mal das Öl in den Topf, damit es schön heiß wird. Hier müsst ihr wirklich eine große Menge nehmen. Aber das muss man ja nicht trinken. Und zum Frittieren braucht man schon Fett. Man braucht keine Fritteuse, wenn man braucht einen Topf, wo auch ein halber Liter Öl reinpasst. Das wird jetzt langsam heiß. In der Zeit kümmere ich mich um das Hähnchen. Und zwar nehmen wir ganz normales Hähnchenbrustfilet. Das schneide ich jetzt in so fingerdicke Streifen ungefähr. Wenn es ein bisschen größer ist oder ein bisschen kleiner, ist vollkommen wurscht. Jetzt panieren wir das Hähnchen und zwar an meiner Lieblingsstraße, der Panierstraße. Wir haben hier eine Gewürzmischung, dann haben wir Mehl, dann Ei, damit das alles schön kleben bleibt und am Ende unser Panko-Mehl. So, jetzt ein Hähnchen nehmen, schön in der Gewürzmischung wenden. Dann in Mehl, dann in Ei und dann in Brösel. So lange, bis kein Hähnchen mehr da ist. Ich habe schnell das Brett ausgetauscht, weil man soll ja nicht mit Hähnchen und anderen frischen Sachen. Deswegen neues Brett, neues Glück. Wir machen die Guacamole noch schnell, bevor wir das Hähnchen endlich frittieren. Dafür nehmt ihr eine reife Avocado. Kann man die so aufmachen. Yay! Und dann macht man den Löffeltrick. Man nimmt die Avocado und löffelt sie einfach so in eine Schüssel. Wusstet ihr, dass man zu Avocados auch Hippie-Butter sagt, weil sie so fettig ist? Oder irgendwie Tropenbutter oder so? Aber Hippie-Butter finde ich eigentlich ganz sexy. Wir haben jetzt hier unser Avocado drin. Dazu kommt ein bisschen Knoblauch. Die beiden verstehen sich nämlich super, Avocado und Knoblauch. So, der Knoblauch kommt rein. Dann eine gute Prise Salz. Und damit die Avocado nicht braun wird, das geht nämlich mal ratzfatz. Frischer Limettensaft, der verhindert, dass wir nachher eine braune Pampe haben, anstatt einer schönen grünen Creme. So, jetzt braucht ihr nur noch eine Gabel und dann kann man die Avocado einfach so zertrümmern. Damit es noch ein bisschen scharf wird, mache ich jetzt noch ein bisschen Cayennepfeffer mit rein. Und damit es noch cremiger wird, ein ordentlicher Klecks Schmand. Für die Farbe noch zwei Kirschtomaten oder drei. Und dann kann es endlich ans Frittieren gehen. Yay! Ein Stück nach dem anderen ins heiße Fett gleiten lassen. Ihr müsst auch keine Angst haben, es spritzt nicht, ist ganz brav. Es duftet nur. Das Perfekte daran ist, dass ihr sehen könnt, wann sie da sind, wenn sie braun sind. Das heißt, man muss sich keine Gedanken machen. Wenn ihr die Hitze die ganze Zeit schön hochlasst, sind sie genau dann fertig, wenn sie richtig knusprig braun sind. Beim Anrichten würde ich dann auch gar keinen großen Füllerkranz machen. Ich würde einfach einen großen Klecks von dieser Soße hier drauf machen und dann die Chicken Nuggets verdammt knusprigen. Wichtig ist, dass man zwischendurch mal probiert, was man gekocht hat. Kocht es nach, sagt mir, wie es euch geschmeckt hat. Ich freue mich auch, wenn ihr mir auf meiner Facebook-Seite Fotos davon hinterlasst. Ich freue mich auf euch, eure Felicitas-Tee. Tschüss!